In dieser Aufnahme geht es um die Secure Shell, abgekürzt SSH. Die Secure Shell wurde entwickelt, um unsichere sogenannte R-Tools beim Fernzugriff von einem Rechner auf einen anderen Rechner zu ersetzen. Das waren halt Tools wie R-Login, RSH oder RCP, also sozusagen RCP zum Beispiel dann, um Dateien zwischen den Rechnern hin und her zu kopieren. Oder auch um Telnet zu ersetzen. Die Secure Shell ist auch in der Lage, Anwendungen zu schützen, die selber jetzt keine Verschlüsselung vorsehen oder auch andere Sicherheitsmechanismen nicht haben, durch sogenanntes Port Forwarding. Mit SSH kann ich außerdem eine einfache VPN-Realisierung durchführen, insbesondere dann, wenn ich nur zwei Rechner miteinander koppeln will. Eine wichtige Bibliothek für die Serverseite ist das OpenSSH. Und bekannte Clients bei Windows sind das PuTTY und das WinSCP. Die Historie von SSH ist so, dass die Entwicklung 1995 von einer Einzelperson, einem Tatu Ylönen, in Finnland angefangen wurde. Die Software, jetzt zur Unterscheidung SSH1 genannt, war dann frei zum Download verfügbar und verbreitete sich relativ schnell. Der ursprüngliche Entwickler hat durch den Erfolg sich sozusagen ermutigt gefühlt, dann eine Firma zu gründen, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt, die SSH Communication Security. Dort wurden dann einige Schwachstellen verbessert und 1998 die Entwicklung des inkompatiblen SSH2 durchgeführt. Bei der IETF beschäftigte sich zwischen 1997 und 2006 eine Arbeitsgruppe mit dem Thema und gab einige RFCs dazu heraus, insbesondere die RFCs 4251 bis 54 beschäftigen sich damit und von der IETF wurde auch der TCP-Port 22 als Serverport für SSH festgelegt. Ja, das SSH wird jetzt in drei Schichten unterteilt, wobei, wie Sie es hier in der Abbildung sehen, insgesamt das SSH der Anwendungsschicht zuzuordnen ist. Genau, und dort auf der Anwendungsschicht diese drei Schichten Connection Protocol, Transport Layer Protocol und Authentication Protocol festlegt, die wir uns jetzt von unten nach oben angucken wollen. Das Connection Protocol baut auf TCP auf, also auf der Transportschicht, und baut dort Datenkanäle auf, wobei es dann möglich ist, gleichzeitig mehrere Datenkanäle und Kommunikationsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Dieses Ganze ist ein Unterschied zu dem SSL-TLS, wo man immer nur einen Datenkanal zur Verfügung hat. Das ganze Connection-Protokoll hat allerdings noch nichts mit der Verschlüsselung oder den anderen Sicherheitsmechanismen zu tun und ist nur eine Basisfunktionalität. Interessanter ist es dann bei dem Transport-Layer-Protokoll. Hier wird jetzt zunächst mal ein Verbindungsaufbau zu dem Server durchgeführt, um den Schlüsselaustausch durchzuführen. Und der Server authentifiziert sich dann gegenüber dem Client. Die Gegenrichtung, das heißt, dass sich der Client gegenüber dem Server authentifiziert, ist nicht in diesem Protokoll vorgesehen, sondern erfolgt in dem Authentication-Protokoll, was noch auf einer Schicht darüber vorkommt. Und dieses folgt zwischenzeitlich und danach geht es wieder zurück auf diese Schicht und hier werden dann die eigentliche verschlüsselte Kommunikation durchgeführt. Hier geht es jetzt nun um Verfahren in dem Transport Layer Protokoll. Wie Sie sehen auf der Folie sind hier insgesamt vier verschiedene Verfahren im Einsatz. Zunächst einmal kommen asymmetrische Verfahren für die Authentifizierung vor. Hier sind die Alternativen RSA, DSA und Elliptic Curve DSA mit Zertifikaten für den Server. Das Schlüsselaustauschverfahren wird zwar dann auch asymmetrisch durchgeführt, aber ist separat zu betrachten von der Authentifizierung. Hier ist standardmäßig Diffie-Hellman mit zwei Varianten vorgesehen, ergänzt um SSH1. SSH1 generiert dann verschiedene Sitzungsschlüssel aus dem Masterschlüssel. In RFC 4432 wurde zudem RSA als Alternative für die Verwendung von Diffie-Hellman festgelegt.
wenn während man die asymmetrischen Verfahren, wie ja schon aus anderen Zusammenhängen, wie zum Beispiel IPsec, SSL oder so, schon bekannt, erst also immer am Anfang der Verfahren einsetzt, sind dann während der eigentlichen Kommunikationsbeziehung symmetrische Verfahren zur Verschlüsselung im Einsatz mit Sitzungsschlüsseln. Hierbei sind die Algorithmen AES, DES, Blowfish und weitere wählbar. Auch ein HMAC-Algorithmus zur Integritätsprüfung kommt hier vor, wobei das bei SSH1 nicht gut gelöst wurde, bei dem nämlich der Cyclic Redundancy Check, also ein Verfahren, das gegen unabsichtliche Bitfehler schützt, verwendet wird. Dies ist aber gegen absichtlich herbeigeführte Manipulationen nicht gut geeignet. Und das war die wesentliche Motivation auch in Richtung der Verbesserung zum inkompatiblen SSH2. Hier wird SH1 als Default verwendet, MD5 kann man als Option wählen. Ja, beim Beginn des Transport-Layer-Protokolls werden die konkreten Algorithmen, also ihr habt ja gesehen, dass wir hier noch jeweils Optionen haben, ausgehandelt. Und das heißt, für beide Kommunikationsrichtungen wird je ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren und schlüsselabhängige Hash-Funktionen ausgewählt. Der Client generiert dann zunächst mal ein Diffie-Hellman-Schlüsselpaar und schickt dann seinen öffentlichen Schlüssel an den Server. Der Server generiert ein eigenes Diffie-Hellman-Schlüsselpaar unabhängig davon und signiert seinen öffentlichen Schlüssel mittels RSA. Er sendet dann den öffentlichen Diffie-Hellman-Schlüssel, also seinen eigenen, die Signatur und den öffentlichen RSA-Schlüssel an den Client, der das entsprechend dann überprüfen kann. Der Client überprüft halt dann die Signatur inklusive der Echtheit der RSA-Schlüssel und hat dabei drei Möglichkeiten. Entweder wird ein Zertifikat von einer Public-Key-Infrastruktur dafür verwendet, man vergleicht das manuell mit einer konfigurierten Schlüsselliste, oder als Erweiterung ist auch ein Hashwert, den man aus dem DNS erhält, nutzbar. Ja, das gemeinsame Diffie-Hellman-Geheimnis, was auf diese Art und Weise dann vereinbart wurde, dann das dient dazu, vier Sitzungsschlüssel zu generieren. Einen Schlüssel für die Verschlüsselung Client-to-Server, dann einen Schlüssel für die Gegenrichtung und auch jeweils Schlüssel für die Hash-Funktionen Client-to-Server und auch Server-to-Client, denn die Hash-Funktionen müssen ja auch entsprechend parametrisiert werden. Ja, das Authentication-Protokoll, was sich dann noch darüber befindet, dient, wie schon erwähnt, zur Authentifizierung des Client. Hier ist ein Passwort oder PKI-basierter Zugang möglich. Und wenn ich was PKI-basiert mache an der Stelle, dann kann ich das auch so machen, dass das automatisch abläuft. Das heißt, der Client oder der Nutzer, der dann davor sitzt, der muss nicht immer hier Passwörter eingeben, sondern das funktioniert schon automatisch dann im Hintergrund. Ja, wie ist jetzt die Sicherheit insgesamt von der Secure Shell? Also hier werden stark kryptografische Algorithmen, die im Stand der Technik entsprechend sind, eingesetzt, und insgesamt hat man hier insofern eine sehr sichere Architektur. Es wird sowohl Forward Secrecy als auch Backward Secrecy angeboten, weil immer andere Diffie-Hellman-Schlüssel pro Sitzung verwendet werden, und man kann es auch so machen, oder es ist standardmäßig so vorgesehen, dass nach einer Stunde oder nach einem Gigabyte übertragener Daten die Sitzungsschlüssel auch gewechselt werden. Einen Nachteil hat das SSH allerdings, dass die Berechnungen, wie man ja auch, denke ich, eben den Eindruck schon erhalten hat, relativ aufwendig sind, bevor es erstmal richtig losgeht mit der Kommunikation. Und von daher kann man versuchen, aus Angreifersicht Server zu überlasten, indem man da immer irgendwelche SSH-Verbindungen initiiert und den Server damit stark beschäftigt. Ja, zum Abschluss noch die Möglichkeit der sogenannten Port-Weiterleitung oder Port-Forwarding. Also hier wäre jetzt eine Situation, da ist eine Anwendung hier, die ist unverschlüsselt. Also sozusagen, wenn der Client hier drauf zugreift,
auf den Server erfolgt das unverschlüsselt. Und man kann das Ganze aber dann so ändern, dass man auf Server und Client dann auch zusätzlich SSH macht, also insbesondere auf dem Server auch einen SSH-Server aufsetzt und innerhalb der Gerätschaften, also innerhalb von Client und Server, dann die Ports weiterleitet. Das heißt, die Anwendung greift dann intern auf einen Port des internen SSH-Clients zu. Dieser SSH-Client kommuniziert dann verschlüsselt mit den starken Verfahren hier von SSH dann mit dem SSH-Server und innerhalb des SSH-Servers wird es wieder auf die Anwendung weitergeleitet, sodass man dann auch unsichere Anwendungen damit abgesichert hat, ohne diese großartig ändern zu müssen.